Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blau-Gelb TV. Heute berichten wir über die Kulturnacht 2016 in Solingen und den Kulturmorgen. Dazu zeigen wir Bilder aus dem Theater- und Konzerthaus sowie aus dem Industriemuseum Solingen und beim Kulturmorgen vom Südpark. Hallo, guten Abend. Herrlich, wie man alles trifft hier. Dankeschön, sehr freundlich. Herrlich, wie man alles trifft, ist ja ein großes Treffen von allen kulturbegeisterten Solingerinnen und Solinger. Und das ist erst der Anfang einer langen, langen Nacht. Und ich will Ihnen ein Geheimnis verraten, ich werde diese Nacht nicht alleine verbringen. Und zwar wird eine Frau an meiner Seite sein, die Sie vielleicht in dieser Rolle noch gar nicht kennen. Das ist Dagmar Becker, unsere neue Kulturdezernentin. Und ich will Ihnen ein Geheimnis verraten, wir zwei verbringen diese Nacht heute miteinander. Ob das Applaus wert ist, werden wir nachher beurteilen. Aber ich denke, es steht uns vieles bevor. Solingen zeigt sich von seiner besten Seite. An allen Locations ist was los. 48 Stunden Busse werden gespielt. Es wird viel Programm aus den verschiedenen künstlerischen Bereichen geben. Ich freue mich sehr, dass unsere Symphoniker mitmachen. Aber auch die vielen freien Künstlerinnen und Künstler. Und Druckluft haben wir ja gerade schon erfahren dürfen. Da soll mal einer sagen, in Solingen ist nichts los. Eine ganze Nacht lang Kultur in der ganzen Stadt und ich hoffe, Sie nutzen das umfangreiche Angebot auch immer und überall. Dass das Ganze klappt, hat zum einen mit ganz vielen engagierten Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die sich mit in den Dienst stellen, die mitmachen an den verschiedenen Orten. Denken Sie mal daran, Applaus ist das Brot der Künstler und viele Künstler, die Sie heute sehen, beklatschen Sie sie kräftig, geben Sie ihnen ordentlich Applaus, denn die freuen sich da genauso drüber. Genauso, glaube ich, wie sich die Organisatorinnen und Organisatoren hier im Hause darüber freuen. Das ist nämlich zum einen Tim Kronberg. Tim, wo bist du? Lieber Tim, dir danke ich ganz herzlich für die Organisation, genauso wie unserem Kulturmanagement und der Leitung von Hans Klopper. Die beiden haben auf jeden Fall schon mal einen kräftigen Applaus verdient. Aber viele Helferinnen und Helfer, die Busfahrerinnen und Busfahrer, alle haben mit angepackt, damit diese Nacht einzigartig in Solingen wird. Und sie ist ja auch erst der Beginn einer ganzen Festivalspielzeit. Wir stehen kurz vor den Walder Theatertagen und viele andere schöne Sommerkonzerte, die in Solingen anstehen. Das ist für mich eine große Freude, das erste Mal in der Funktion jetzt auch die Schirmherrschaft übernommen zu haben. Von daher, auf eine grandiose und einzigartige Nacht heute hier in Solingen, die schon mit einem Highlight beginnt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, das letzte Konzert von Scampi. Aber vielleicht heißt es ja eines Tages, wir müssen die Band zusammenholen. Müssen mal schauen, wie es mit Scampi weiterläuft. Auf jeden Fall Ihnen und uns allen eine grandiose Nacht voller Kultur in Solingen. Viel Spaß! Bei mir ist jetzt ein absoluter YouTube-Star. Erzählen Sie mal was über sich. Ja, das Universal Druckluftorchester ist ein kurioses Instrumentarium, das mit 6 Bar Druck betrieben wird. Es ist also ein mechanisches Instrument, das ich bediene. Da gibt es ein Schlagzeug, das wie ein altes Orchestrion, damit könnte man es vergleichen, mit Druckluft betrieben wird. Eine Bassgitarre, eine Melodika und ein Klavier, das ich selbst bediene natürlich. Ja. Ich habe gesehen, als Sie ein bisschen gespielt haben, waren mehrere Instrumente dabei. Welche waren das jetzt nochmal dabei? Gitarre war, habe ich gesehen? Ja, die Bassgitarre, das Schlagzeug, Melodika und Klavier. Und ein Instrument haben Sie natürlich vergessen, oder? Sie meinen den hopsenden Schirm. Genau, den meine ich. Natürlich, der Sonnenschirm, der wird immer gern als Erkennungsmerkmal genommen, weil ich habe einen Schirm, der immer im Takt der Musik hopsen kann. Und in manchen Titeln hopst dann, in manchen nicht. Und dann warten immer alle ganz gespannt, wann wird er denn wieder mal hopsen. Ja. Es ist für mich so ein bisschen ein Symbol für das Baströckchen von Josephine Baker oder so etwas Ähnliches. Ne? Ich habe gesehen, Sie sind in ganz Deutschland unterwegs, oder? Das reicht nicht, in Europa natürlich. Oh, Entschuldigung, natürlich in Europa. Das war jetzt kleine Einleitung. Nee,
Wo waren Sie am liebsten oder wo sind Sie am liebsten? Bei der Kulturnacht 2016 in Solingen? Da bin ich das erste Mal und wir haben noch nicht mal richtig begonnen. Also ich bin sehr gespannt, aber ich bin total begeistert, was hier alles auf die Beine gestellt wird. Und ich habe mir mal das Programm im Netz angeschaut und kurioserweise haben mich sogar viele Solinger gefragt, weil ich mit dem Frack durch die Gegend gelaufen bin, was denn heute hier los ist. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, ihr habt heute die lange Kulturnacht. Aha, ach das, ja. Hm? Also vielleicht ist es noch nicht bei ganz allen Solingern angekommen, aber auf jeden Fall wird hier eine Menge auf die Beine gestellt. Wunderbar. Ich habe gesehen, das Solinger Publikum hat Sie eben, glaube ich, auch geliebt, oder? Ja, das Intro war schon mal ganz schön. Wir haben ein kleines Warm-up gemacht und das hat augenscheinlich schon mal dem Solingern gut gefallen. Aber wir haben ja heute noch viel Gelegenheit, uns kennenzulernen. Das sah auch richtig spektakulär aus, wenn ich das mal sagen darf. Dankeschön. Danke. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Für richtig gute Stimmung beim Publikum sorgten Scampi a Cappella mit ihrem Song Leb in Solingen, dem Solingen-Song. Jetzt der Herr Tim Kronberg. Das ist der Veranstalter der Solinger Kulturnacht. Stimmt das? Nicht ganz richtig. Der Veranstalter ist die Stadt Solingen, sprich das Kulturmanagement. Ich bin im Organisationsteam. Erzählen Sie mir etwas und allen, die die ganze Solinger Kulturnacht noch nicht kennen, etwas darüber. Zum Beispiel, seit wie vielen Jahren gibt es die Kulturnacht in Solingen? Also wir haben angefangen vor 6 Jahren, wir sind hier in der 5. Kulturnacht, ein Jahr hat man Auswahl und wie gesagt, wir sind die Kultureinrichtungen von Klingenmuseum, Kunstmuseum, hier das Theater, Konzerthaus, die Stadtbibliothek, ja dann geht die Cobra und LVR-Museum und natürlich nicht zu vergessen Schloss Burg. Und wir haben 9 Busse, vor dem Jahr nur 5 bis 6, Programmbusse, wo jeweils 5 bis 6 Bands 6 Stunden lang spielen. Das heißt also, wir haben 46 Bands im Einsatz und haben ein Programm von ungefähr 120 Stunden. Sind diese Bands nur Bands aus Solingen oder auch aus ganz Deutschland? Nee, natürlich hier Rang- und Namensgrößen sind dabei. Jan und Jascha, Yannick Förster und. Da gibt es Solid Blues Machine und gibt es viele aus Solingen, die hier sehr bekannt sind. Aber wir haben auch, Bands gebucht aus Köln, aus Berlin, aus Hamburg, vom Niederrhein gibt es also auch A Cappella-Gruppen. Also die haben alle Lust, mal auf dieser Plattform im Bus zu spielen. Und wie wird das ganze Programm bei den Zuschauern und Solingern angenommen? Eher schlecht oder eher, was würden Sie sagen, gut? Ja, sehr gut. Deshalb haben wir ja auch erhöht von 6 auf 9 Busse. Und wir sind die Einzigen, die sowas anbieten. Also ich denke sogar europaweit. Also in Deutschland ist das die einzige Veranstaltung, Kulturnacht sowieso, die also auch das Programm verbindet mit Bussen, wo auch Programm drin stattfindet. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die kurzen Informationen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Danke sehr. Einen ganz besonderen Leckerbissen für Opernfans boten an diesem Abend Studenten der Musikhochschule Köln. Der Vogelfänger bin ich ja, zieht lustig heiß ab, sassa. Der Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Thank you.
al ritorno curioso. Dammi il braccio, mia piccina.